Hallo meine Lieben, ich begrüße euch alle herzlich hier auf meinem Kanal. Ich freue mich, mit euch allen wieder hier zu sein und möchte mal schauen, was denn vom Universum hier für dich zukommt und was für Botschaften, Informationen. Und wer mich hier kennt, ich stelle auch keine explizite Frage. Ich lasse es dann einfach zu, was denn so für Botschaften unbedingt dich hier jetzt erreichen soll. Und schaue dann so das Gesamtbild, ja, das gesamte Reading. Und wenn du damit resonierst, freue ich mich natürlich umso mehr. Und ja, erstmal vorweg ist es hier eine allgemeine Legung und geschlechtsneutral. So, ich habe mir hier ein paar Karten zurechtgelegt, wie ihr hier sehen könnt. Ja, schau dann so, was ich dann gleich nehme. Erstmal herzlichen Dank für die neuen Abonnenten. Das hat mich wirklich sehr gefreut. Und ja, so, ich hoffe, ihr könnt mich alle gut hören. So, und ich lege das mal hier ein bisschen beiseite und beginne dann gleich sofort. Okay? Es tut mir erstmal leid, ich habe die letzten Tage nicht geschafft, ein Video zu drehen. Ich bin jetzt für dich da. Okay? So, ich beginne dann mit diesen Lenmo-Tarotkarten. Schau dann erstmal so für dich. Liebes Universum, bitte um Botschaften. Nicht unbedingt. Dankeschön. Und so, ich packe das mal. So, ich hoffe, du kannst das gut sehen. Dankeschön. Bitte um weitere Botschaften. Hat sich so schon gedreht. Okay, dankeschön. So, bitte noch eine Botschaft zusätzlich. Meine Lieben, Lieben. So. Zack. Bitte noch eine. So, wenn jetzt hier keine mehr kommt, dann mache ich einen Stopp. Okay, das ist, die hat sich dann so umgedreht. Ich habe vom Gefühl, ich nenne dann nur die. Okay. So, wir haben hier die untere Botschaft für dich, wie du hier erkennen kannst, den inneren Kompass, ja. Nur du weißt die Antwort für dich, was richtig ist und was nicht. Lausche in dich hinein und geh nach innen und schau, was dir fehlt und was du brauchst für die Zukunft. Das kommt von mir als Deutung. Und das Universum gibt dir eine Zeit zum Nachdenken. Und du darfst dir auch ruhig die Zeit nehmen, um nach innen zu schauen und nach innen zu lauschen. Nur du weiß, was du für die Zukunft brauchst. Okay, das kam so von mir durch als Deutung. Ja, du siehst hier den inneren Kompass. Nur du kennst deinen Weg, ja, für die Zukunft. Vielleicht ist die 42 für dich ausschlaggebend. Ja, das ist hier so. Ich
Ich meine, ihr habt die Karte jetzt hier so schon gesehen und ansonsten zeige ich euch das nochmal rein, okay? Ich drehe jetzt die Botschaften um für dich und komme dann für dich zur Deutung. Aha, das finde ich schön und interessant, ja. Also, ja, zu der unteren Botschaft, das habe ich dir vorhin mitgeteilt, dass du guckst, was du brauchst, wie du dich verhältst in manchen Situationen, ja. Und vor allen Dingen sind so Themen wie in der Öffentlichkeit, dein Zuhause, und es kommen positive Nachrichten auf dich zu. Und hier haben wir eine Entscheidungskarte, ja. Du entscheidest dann. Und ja, ich denke, wichtig ist jetzt für dich vom Universum, was man dir hier mitteilen möchte, dass du dann schaust, ja, in Bezug auf in der Öffentlichkeit, vielleicht, ja, bei mir kommt rein erstmal, ja, du wirst in der Öffentlichkeit mehr gesehen und wahrgenommen. Und das kann ich erkennen. Vielleicht suchst du nach neuen Bekanntschaften. Ich gucke mal, ja. Ich schaue mal gleich, ob ich noch Klärungskarten dazu tue. Ich hoffe, ihr habt das gar nicht gehört. So, habe ich hier dein Zuhause. Wichtig ist, dass du dein Zuhause schützt. Das kommt bei mir rein und du bist hier sicher. Ja, du bist zu Hause sicher. Schau so für dich, wie du mal gucken kannst, wie es einfach, dass du dich zu Hause wohlfühlst. Okay. Hier habe ich den Reiter. Es kommt etwas auf dich zu, was Positives, und du darfst dann entscheiden, was du draus machst, ja, mit dieser Nachricht. Und in deiner Situation, denke ich, weißt du selber am besten, was so die Thematik bei dir ist. Um zu wachsen innerlich, gehört auch dazu, sich von gewissen Dingen zu trennen. Vielleicht gehören auch dazu, ja, bestimmte Personen aus seiner Familie, könnte sein, Kindheitsthemen, ja, zum Beispiel. Und wenn man das geschafft hat, abzuschließen, die Schmerzen, Kummer, Sorgen, Blockaden, dann gehst du Step by Step für dich in Richtung, ja, wie soll ich sagen, zur Richtung Glück, ja, dass es dir besser geht, dass du dann einfach mehr Glück spüren darfst, weil wir haben hier auch den Reiter, und das bedeutet für mich auch, dass deine Herzenswünsche vom Universum erhört sind und dabei sind, dir das zu schenken, mitzuteilen, ja, das ist dann für dich greifbarer, wenn du einfach dich fokussierst, dass du auch glücklich sein darfst. Vielleicht hast du es auch irgendwie gespürt, dass das Universum dich kontaktieren möchte, wie zum Beispiel mit, ja, Synchronizitäten, ja, gleiche Zahl, die immer wiederholt kommen. Und für mich ist es immer so, man ist auf dem richtigen Weg des Lernprozesses und man schaut dann so, kannst dann immer schauen, was du damit anfängst, ja, mit den ganzen Informationen, und ob du das möchtest oder nicht. Das ist schon ziemlich wichtig. So erst allgemein zu dieser Deutung, und ich möchte gerne wirklich Klärungskarten dazu ziehen, um mehr in die, ja, Tiefe zu gehen. So, ich habe hier die Magic Tarotkarten und schaue dann mal für dich jetzt, was denn so für Informationen noch zusätzlich kommen. Aha, ich habe hier Two of Wands, okay. Hier sehen wir, du kannst das ja auch gut erkennen, die Marienkäfer, und Glück möchte auf dich kommen. Es wartet vielleicht nicht ewig, aber du bekommst eine Chance vom Universum.
Und es geht auch um deine Zeit, um eine zweisame, also um, Entschuldigung, ich verspreche mich manchmal, ich bin ein bisschen unkonzentriert, es tut mir leid. Also es geht um dich und deine Herzenswünsche. Und du möchtest Gerechtigkeit, das kann ich erkennen. Glück kommt dann auch immer auf einen zu, wenn das Universum der Meinung ist, dass du das unbedingt brauchst. Und es geht jetzt nicht darum, ob du schuld warst oder andere jetzt in dem Bezug. Kann ich auch nicht erkennen, weil ich ja dich persönlich nicht kenne. Aber das Universum schenkt dir hier als Botschaft, dass du Glück erhalten darfst. Und es geht vorwärts. Wir haben hier nun mal auch den Reiter. Und vielleicht hat das auch was mit deinem Zuhause zu tun, dass gewisse Dinge geklärt werden können. Und vielleicht lernst du in der Öffentlichkeit jemanden kennen, das kann auch sein. Vielleicht, ja, weil vielleicht ist mehr Kommunikation da, die du dir sehr wünschst, Gleichgesinnte zum Beispiel. Und ja, ich deute das Richtung Erfolg, ja, dass du dieses Jahr eine Chance bekommst, beziehungsweise weil dich das jetzt hier erreicht hat, die Nachricht, dass du eine Option bekommst. Und es ist hier eine zeitlose Legung. Wenn es dich erreicht hat, dann ist es auch für dich bestimmt. Und wenn du damit resonierst, freue ich mich natürlich umso mehr. So, bitte noch eine Botschaft vom Universum. So, wenn jetzt nicht kommt, dann denke ich, ist es für dieses Kartendeck erstmal, dass es reicht, dann benutze ich noch die anderen Kartendecks. Wenn das Universum meint, jetzt nichts für dich hier zukommen zu lassen, dann okay, Dankeschön. Finde ehrlich gesagt, das ist total süß, ne? Dieses Katzengesicht. Aha, ich habe hier die Welt. Tada! Also, ein neuer Kapitel beginnt für dich, ein neuer Lebensabschnitt und du kommst in eine positive Verwandlung. Ja, wir haben hier auch den Schmetterling und es öffnet sich für dich eine neue Möglichkeit. Und ja, vielleicht kommen auch wirklich neue Menschen auf dich zu, die du schon so immer sehr gewünscht hast. Und ich denke, du weißt selber, was du dir vom Herzen wünschst. Ja? Und ich kann erkennen, du bist beschützt, ja, vom Universum. Du hast alles richtig gemacht, weil die Weltkarte kommt dann auf einen zu, wenn man gewisse Prüfungen bestanden hat. Und vor allen Dingen kann ich erkennen, ja, dass du geduldig warst und das ist so vom Gefühl, was bei mir reinkommt. Ich habe hier noch als Botschaft für dich, ach, den Turm. Ja, meine Lieben, es passiert was plötzlich. Plötzlich kommt was auf dich zu, was du ja gar nicht mitrechnest. Ja, in diesem Zusammenhang würde ich sagen, es ist echt was Positives. Es haut dich um. Vielleicht schmeckt dir das erstmal zu Anfang nicht. Aber vielleicht sagst du hinterher, oh, das war richtig. Bitte noch eine Botschaft. Liebes Universum. Noch eine Botschaft. Eine Botschaft für dich. Bitte noch eine Botschaft. Noch eine Botschaft zu diesem Reading heute Mittwoch. Wir haben ja heute Mittwoch, den 22. Februar. Das Universum dazu diese eine Botschaft. Was passiert plötzlich? Jetzt mal so langsam. Will ich ganz. Ah, ich kann schon irgendwie. Jetzt wirklich vom Gefühl, ich soll weitermischen. Ich habe das wirklich vom Gefühl. Es kommt mit Sicherheit was ganz, ganz Wichtiges jetzt.
Was, ich habe das Gefühl, dass man von diesem Kran wechseln. Was darf bitte jetzt kommen? Dankeschön. Meine Lieben, wie du hier kennst, ist ein Neubeginn. Ein Neubeginn steht für dich an. Ich finde es schön, ja. Es ist nicht unbedingt immer schlecht zu deuten. Das Alte geht raus und das Neue ist herzlich willkommen. Und du kommst in deine Fülle, ja, in dein innerlichen Wachstum. Weil wir haben hier darunter die Botschaft, die 8 der Kelche und ja, die Liebe, Liebe. Die Kelche stehen ja für die Liebe, für Emotionen. Und du kommst Schritt für Schritt in deine Wunscherfüllung. Und vielleicht hast du ein Krafttier jetzt als Beispiel, was dich unterstützt bei diesem Ganzen, deine Wünsche, deine Manifestation zu bestärken. Ja? Vielleicht hast du Affirmationen, die dir persönlich helfen. Und ich finde es immer wichtig, selbst herauszufinden, ja, was einem hilft, dass man Kontakt nimmt zum Universum. Und, ja, ich habe hier noch ein anderes Kartendeck genommen, eine Glücksfeen-Tarot. Und ich möchte für dich davon diesen Kartendeck eine weitere Botschaft ziehen. Ja, ich finde es schön, ja. Du hast dir Zeit gelassen und hast nicht aufgegeben, hast dich nicht brechen lassen. Und ja, vielleicht siehst du wirklich einen Sinn, dass du ein Recht hast, ja, auf dieser Erde zu sein und dass für dich vorwärts geht, dass die Reise noch weitergeht für dich. So innerlich, äußerlich. Herzensprojekte. Kann beruflich sein, finanziell sein, familiär. Vielleicht in Richtung Kreative. Und vielleicht machst du dir mal Gedanken, gehst auf die Suche. So, liebes Universum. Ich finde echt, heute ist irgendwie ein bisschen so der Wurm drin. Ich denke, es ist eine enorme Energie. Das ist so. Wow, danke schön. Ja. Meine Lieben, Lieben. So. Ich habe hier die Botschaft für dich. Interessant, den Wagen. Also es kommt Bewegung rein, ja. Wir haben hier wirklich, du erkennen kannst hier Bewegung, Bewegung und hier der Kürbis, wie du hier siehst. Es kommt wirklich eine gute Botschaft auf dich zu. Wirklich gut. Ich kann das erzählen. Ich meine, ich kann das fühlen. Und vielleicht ist es wichtig, so auf die kleinen Dinge zu achten im Leben. Ja. Die kleinen Dinge wertzuschätzen, die man hat. Und dankbar sein. Vielleicht macht man das zu selten. Vielleicht nimmt man gewisse Dinge zu selbstverständlich. Und das kommt für mich so durch, ja. Es kommt was Positives. Okay, dankeschön. Ah, ich habe hier wieder Kelchenergie. Liebe, Liebe. Also scheint so, dass es liebstechnisch wirklich hier wichtig ist. Im Seelenkollektiv hier. Und wir haben hier den Regenbogen. Du siehst hier, wie verliebt diese beiden hier so sitzen. Kelch für sich. Und ja, ich hatte ja zu Anfang gesagt, so dieses Zusammenleben ist ganz wichtig im Moment. Und schau, was für euch als Pärchen wichtig ist und deine Wünsche. Du siehst hier, wir haben hier den Regenbogen, das steht ja auch nochmal auch für Erfüllung und du kommst in deinen Erfolg. Das kann ich hier erkennen. Das Universum gibt dir diese Botschaft für dich im Hier und Jetzt. Und wir haben wieder die Stäbe. Wieder zwei der Stäbe. Und wir haben hier Zahlen, die wiederholt sind, ja, vielleicht hast du bestimmte Zahlen, die für dich wichtig ist, für dich persönlich, ja. Es geht um die Liebe, Liebe um euer Zuhause. Schütz bitte dein Zuhause, damit du wirklich einen Neubeginn erreichen kannst, ja. Das steht dir zu und brauchst dich auch ehrlich gesagt nicht schlecht fühlen. Und wir haben ja wirklich den Kürbis hier, sieht für mich aus.
den Kürbis und du hast alles, was du brauchst. Ja, du bist sicher, du bist versorgt und hast hier ein Nest, wo du zurückgreifen kannst. Und das ist auch ehrlich gesagt ein Geschenk vom Universum. So, ich finde das echt schön, dass hier noch die Münzkarten für dich hier rausgefallen ist. Sehende Münzen und ja, du wächst innerlich, äußerlich und deine Berufung wirst du auch finden im Bereich Finanzen und in Bezug auf euch beide. Ja, wie gesagt, du hast alles, was du brauchst, was ihr beide braucht und müsst euch erstmal nicht so viel Sorgen machen. Wenn etwas noch an dir nagt, ja, wir haben hier die Schwertenergie. Ja, Kummer und Sorgen begleiten dich bis hier noch. Es ist Frage der Zeit, wann du damit abschließen möchtest. Und du kannst dich selbst befreien. Ja, du siehst ja hier auf dem Bild, du hast die Möglichkeit, Option, dich zu befreien, was in der Vergangenheit dir so sehr zugesetzt hat. Und es liegt dann an dir, ja, ob du das möchtest. Und ich kann erkennen, du hast innere Stärke und das ist dir auch gegeben, dass du es in deinem Tempo machen darfst. Ja? Und du kennst auch hier so eine Sonne und du bist nicht allein. Mach dir bitte nicht viele Sorgen. Was ich dir noch nicht vorenthalten möchte, wir haben hier wirklich noch die Turmenergie. Ich deute den Turm nicht unbedingt immer negativ. Das kann negativ sein, da muss man immer schauen, wie so die anderen Karten so sind. Ja, also wir haben hier Thema deine Beziehung, Finanzen, Berufung, allgemein ja die Stabilität, die Sicherheit. Es scheint hier so, das Universum dir mitteilen möchte, ja, das Universum dir hier die Sicherheit gibt. Du bist nicht allein, du bist sicher, du wirst gesehen von der geistigen Welt. Ja, es passiert was Plötzliches. Wichtig ist, dass du schaust, wie du deine Blockaden lösen kannst und dass du dich einfach nicht aufgibst bei dem Ganzen, ja. Und ja, Glück ist mit dir, das wollte ich noch sagen. Wir haben hier den Marienkäfer und wichtig ist, dass du erkennst, dass du in der Situation bist, der Verwandlung. Du musst es einfach nur annehmen und ja, wie soll ich das noch sagen? Wichtig ist, dass du einfach schaust, ja, bei dem Ganzen, wie du mit deiner Thematik umgehst, in deiner aktuellen Situation. Ich habe hier jetzt die Good Advice Karten für dich. Noch eine Zusatzinformation. Und ich kann aber wirklich irgendwie spüren, weil wir hier zwei Turmenergien haben, dass wirklich das Richtung Vorwärts für dich geht. Ja? Cool, es ist eine rausgefallen. Ja, wir haben hier Cecil. Die ganzen Streitereien und Kummer sind nun jetzt vorbei. Und das Süße kann jetzt in dein Leben kommen. Und ja, du hast einen Glücksgriff gemacht mit der Liebe steht hier. Und es steht ein Neubeginn für dich an. Und dein Gegenüber, jetzt erstmal so zusammengefasst, hat erkannt, dass, ja, was er bei dir hat jetzt. Ja, und das ist, der hat erkannt, dass er bei dir sicher ist, würde ich jetzt so hier sagen. Von der Botschaft von der geistigen Welt. Und wir haben hier Rebecca, ja, als Botschaft für dich. Du hast es geschafft. Du hast gut für dich gesorgt, für euch in der Beziehung und vor allen Dingen, du hast gelernt, du hast verstanden, das kommt bei mir rein und deine Wünsche gehen auf, die gehen Richtung Vorwärts für dich. Wichtig ist, dass du weiterhin aufpasst vor Neidern in deinem Umfeld. Ich denke, es ist wichtig, sich weiterhin zu schützen, dein eigenes Zuhause und ein bisschen sparsamer zu sein. Mit Informationen, ja, die du auch nicht so unbedingt erzählen möchtest. Und ja, Essen in erster Linie. Man muss ja ehrlich gesagt keinem erklären, wieso, weshalb du etwas, warum du gemacht hast.
Das wollte ich dir so vorweg sagen. Und ja, wir haben hier Brenner für dich als Botschaft. Du bist wunderschön, wie du bist. Und ändere doch deine Meinung und schau doch mal, wie schön du bist. Ja. Ich kann irgendwie auch irgendwie erkennen, weil wenn man solche Schmerzen erlebt hat mit diesen Eight of Swords, ja, dass man vielleicht, ja, dass das Selbstgefühl so etwas leidet. Und vielleicht ist es wichtig, jetzt Zeit für dich. Das habe ich auch mal bei meinen alten Videos erzählt. Du kannst ja mal schauen, wenn du Lust hast. Das liegt dann alles immer an dir und es ist deine Zeit, ein Leben nach innen zu führen, statt nach außen. Weil wenn es im Außen nicht so sehr geklappt hat, dann schaust du erstmal so ein bisschen in Beobachtungshaltung und achtest erstmal vermehrt auf dich, auf euch als Couple, ja. Und dass es leider gibt, ja, das bleibt nicht aus. Es ist wichtig, einfach zu schauen, wer dich nicht wertschätzt, darf dann, denke ich, auch gehen. Und wichtig ist in der Öffentlichkeit, dass du einfach mal schaust, wie man so mal auf dich reagiert. Wie gesagt, ich hatte ja von das Thema, dass neue Bekanntschaften kommen. Vielleicht fällt hier auch irgendwas dazu raus. In erster Linie geht es erstmal um dich, ja, um deine Sicherheit und so. So, wir haben hier 6 der Münzen. Das Universum schenkt dir ein Geschenk. Ein Geschenk vielleicht, was aus der Vergangenheit nicht so gut funktioniert hat. Und es kommt genau jetzt auf dich zu, im Hier und Jetzt, weil, ja, wie soll ich sagen, du hast es dann verdient und es wäre dann gerecht. Du hast alles richtig gemacht und brauchst dich nicht schlecht fühlen. Ja, wir haben hier noch die Schwertenergie. Also in nächster Zeit scheint es so, dass es wichtig ist, für Entspannung zu sorgen, für Ruhe und vielleicht nicht so auf dem Handy schauen, um einfach zu gucken, ja, was du brauchst für deinen Körper. Einfach fokussiert bleiben, wie du vorher gewesen warst, mit deiner Meinung zu bestimmten Personen, die dir einfach nicht mehr so gedient haben. Natürlich ist man dankbar, aber es geht nun mal auch vorwärts. Und ich denke, sowas ist auch normal. Ja. Und ja, wir haben hier wirklich die Welt wieder. Ja, das ist die Welt. Und ja, schließlich wirklich ein Kapitel für dich. Es ist ein Neubeginn. Und wichtig ist, dass du einfach schaust. Ja, wie soll ich sagen, bei mir kommt rein, dass du es akzeptieren auch darfst, ja. Du hast dir vieles selbst erarbeitet. Du hast vieles, das, was du jetzt hast, selber dafür auch gekämpft. Das kommt bei mir so rein. Und dieser Mensch an deiner Seite mit der Liebe, da wollte ich sagen, dass du einfach mal schaust, dass du das auch schützt, ja, dass dein Zuhause, was alles zu deinem Zuhause gehört, da gehört natürlich auch dein Gegenüber und für die Singles hier unter uns, das weiß ich natürlich jetzt so aktuell nicht, es scheint so, dass, weil ich auch hier einen Neubeginn angezeigt bekomme, eine Transformation, dass du vielleicht in nächster Zeit jemand Neues kennenlernst und was eine neue Erfahrung machst, das kann ich hier sehen. Und wir haben hier, ja, für mich ist es immer so der Narr bei diesem Kartendeck. Du darfst ruhig vieles leicht nehmen mit Leichtigkeit und vielleicht hilft es dir, mit anderen Augen zu schauen, ein bisschen verspielt zu sein. Und nicht alles so ernst zu nehmen. So, ja. So nach dem Motto, das berührt mich gar nicht. Das kommt bei mir so durch. Dennoch. Okay, Dankeschön. Schön, wir haben hier 7 der Münzen. Also, wir haben hier Münzkarten, Liebeskarten. Ich finde, dieses Reading ist ziemlich gut abgedeckt von ganz vielen Themen. Und wir haben hier auch hier diese
Butcher für dich, die Trauben stehen immer für Fruchtbarkeit und Weiblichkeit, Fülle und Münzen, wie du hier siehst, Münzen, Herzenswünsche und natürlich die Tippkarte, auf sich zu achten, vorsichtig zu sein, Kummer und Sorgen, das ist hier noch da, das kann ich auch erkennen. Wichtig ist, dass du weiterhin auf dein Wohlbefinden achtest. Und ja, erstmal dazu. Ich mache dann zuletzt hier zum Abschluss eine Bonuskarte für dich aus dem Sehen hier Botschaften-Deck. Leben. Wie gesagt, es tut mir leid, ich bin ein bisschen unkonzentriert. Ich hoffe, ihr seid mir nicht so böse. Ich nehme jetzt hier zuletzt für dich eine Bonuskarte. Und dann ist das auch für mich hier abgeschlossen. Und ich möchte noch ganz kurz sagen, dass ich mich freue, mich mit euch hier zusammen als Kollektiv zu sein. Für euer Vertrauen und es macht mir Spaß, mit euch hier Readings zu machen. Das wollte ich euch dann so erstmal so mitteilen. Das wollte ich loswerden und ich ziehe jetzt eine Bonuskarte. Guck mal dann, was das Universum so jetzt zukommen möchte und dann. Wir haben hier den Rückzug. Es ist echt manchmal der Wahnsinn, oder? Ich hab hier den Rückzug als Tipp für dich, als Bonuskarte. Manchmal liegt der Schritt nach vorn im Rückzug. Geh in dich. Kannst du dich erinnern, dass ich zu Anfang hier zu den Karten gesagt habe, lausche in dich hinein, was du brauchst, so was dein Herz sagt und für Entspannung sorgen und so, für Ruhe. Das finde ich schön, dass diese Botschaft noch für dich hier angezeigt wird, ja. Und ich weiß ja nicht, wie du dich im Moment fühlst, ob du ausgelaugt bist. Und wichtig ist, auf dein Wohlbefinden zu achten, auf deinen Körper. Und ich fand, das passt richtig, richtig gut jetzt. Gucke ich mal hier als untere Botschaft für dich. Das ist der absolute Wahnsinn. Mach mal langsam. Hier auf Schneckentempo, gemütlich und du musst hier nicht durchs Leben rasen. Und wichtig ist, dass du auf dein eigenes Tempo achtest. Und sonst entgeht vieles. Das finde ich, das ist richtig. Nur weil man hier schnell, schnell macht, heißt nicht, dass man, ja, wie soll ich sagen, gleich auch besser zum Ziel kommt. Und ich finde wichtig, dass bei dem Ganzen, dass du dich weiterhin im Loslassen übst und in Vertrauen gehst mit dem Universum, mit der geistigen Welt, ja, und einfach mehr darauf achtest, was dein Bauchgefühl so dir sagt, dass du wieder lernst, auf dich zu hören. Ich nehme das auch immer häufiger wahr, dass man das heutzutage schon ziemlich verlernt hat, ja, auf die eigene Intuition zu hören. So, eigentlich habe ich gesagt, das ist hier die letzte Bonuskarte. Ich habe aber vom Gefühl, dass irgendwas noch an dir etwas nagt, was fehlt. Und ja, zuvor ganz Anfang habe ich erwähnt, vielleicht wäre es so ratsam, das kam bei mir durch, auf kleine Dinge sich zu konzentrieren, ja, zu schauen, dass die kleinen Dinge auch doch manchmal viel schöner sind. Und vielleicht auch nicht manchmal, vielleicht kann man das mehr so als Lebenseinstellung einbauen, ja. Dankbarkeit und vieles ist nicht selbstverständlich. Ich habe das auch zu Anfang erwähnt. Meine Lieben, ich habe hier für dich ein Geheimnis. Alles wird zur rechten Zeit offenbart werden. Der Schleier wird sich bald
lüften. Für dich hier als Botschaft. Ich denke, du selber weißt, um was es geht. Ja. Du kennst dich selbst besser in deiner aktuellen Situation. Und ja, ein Geheimnis. Es ist richtig, dir wurde etwas vorenthalten. Informationen wurden dir nicht mitgeteilt. Es kommt dann auf dich zu, wenn es dann auch richtig ist, zur richtigen Zeit. Ich finde es schön, dass das zum Abschluss noch gekommen ist. Und ich möchte dir nichts vorenthalten. Ich bin ehrlich. Ich meine, ich hätte es zu Anfang auch gesagt. Hüte deine Beziehung. Das hat auch wirklich das Universum hier für dich. Es ist eine heilige Vereinigung und hüte deine Beziehung wie ein Schatz. So, wichtig ist vielleicht zu schauen, auf deine eigene Balance zu achten. Das kommt bei mir noch so. Ja, Wohlbefinden. Wir haben hier nochmal auch die Ruhe, die Entspannung, wie du siehst, den Rückzug. Und dass du mal bisschen so runterschraubst mit deiner Energie. Das kommt bei mir rein, dass es mehr so kopflastig ist, das Ganze. Und ja. Vielleicht ist so in letzter Zeit dich zu viel verausgabt, dass dann jetzt auch diese Botschaft für dich vom Universum hier auf dich zukommt. Und ich finde es eigentlich auch richtig schön, wie ich das mache, dass ich eine genaue Frage stelle und schaue, wie die Deutung dann so kommt. Also die Botschaften vom Universum. Und ich finde es dann immer interessant, weil man wird doch ziemlich überrascht, ja, was denn, wie soll ich sagen, Botschaften hier kommen. Ich sehe, das Video geht schon ziemlich lang. Also wenn das hier nicht mehr interessiert, darf dann auch gerne wegschalten. Ich freue mich wirklich sehr, mit euch hier mit zu sein. So, ne? Das für euer Vertrauen. Das meine ich, habe ich auch schon gesagt, aber ich finde es manchmal auch nicht schlecht, sich doppelt zu bedanken. Einfach mal sagen, was man loswerden möchte. Und einfach mal so wirklich so sagen, wie man ist. Ich denke so, auch was ich finde, ist es die Zeit, wie schon gesagt, es geht um dich, sich an erste Stelle zu stellen. Und vielleicht, ich meine, ich habe es auch gesagt, im Außen, dass nicht unbedingt die Wertschätzung bekommt, die Anerkennung, dann lässt man das ruhen. Dann guckt erstmal so, dass man. Gewisse Dinge für sich schaut, was einem wichtig ist. Es liegt da an einem selbst und wenn man selbst den ersten Schritt wagt, setzt man gleich auch ein Zeichen, das kriegt man unweigerlich irgendwie mit. Das sind für mich so Energien, die man dann ausstrahlt und das fühlt man mit sich jetzt selber. Und wichtig ist weiterhin, sich in Vertrauen zu üben. Weiterhin Kontakt aufzunehmen mit dem Universum und nicht aufzugeben. Das Glück ist mit dir und hat nicht so viel Angst, nicht für Sorge. Es wird gut. Das ist nur eine Lebensphase und es wird was Neues kommen. Das zeigt auch das Universum hier, ne? Die Deutung. Genau, das wollte ich dann so einfach noch sagen. Danke fürs Einschalten. Bis dann. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns dann in den nächsten Tagen wieder. Bis dahin. Namaste.